So, ich muss noch kurz meine anderen beiden Chars holen, dann geht's erst los. Wie jeden Tag. So. Es gab Two-Face, Terranaut, Django, Bolt. Wie geht's, wie steht's? Schon alles vorbereitet, um morgen den ganzen Tag in der Schule zocken zu können. Inwiefern? Volle Powerbank und unlimited Datenvolumen. Also als unlimited Datenvolumen hattest du ja wahrscheinlich schon vorher, oder nicht? Als ob du das jetzt extra wegen Five Universe abgeschlossen hast. Gut, volle Powerbank, kommt drauf an, ob es eine gute ist. Heißt nicht viel. Ja, lieber Fürze, als fucking Rauch zu riechen, Mann. Och. Ohne Scheiß. Och. Och. Oh. Wirklich, ich inhaliere lieber Fürze. Oh. Das ist fucking raus. Abendessen und dann wahrscheinlich nicht mehr viel. Okay. Gute Besserung, Terranaut. Ist das nicht seit 12 Jahren tot? Jemand von euch Filler auf Dryad? Zwei würden reichen. Oh Leute, hier vorne steht ein Agro. What the hell? Und geone-shotted. Kann man schon eine Charaktere erstellen? Nope.
Was bringen die einem Accountnamen? Absolut gar nichts. Keine Ahnung, warum Boat das gemacht hat. Verstehe ich auch nicht. Eine klassische Bolt-Logic, würde ich sagen. Channel 4? Nope, 3. Kurz Demon in Sicherheit bringen, weil das ist ihr Leben am Limit. Nicht auf der Universe-Seite? Doch. Bist du nicht auf dem Discord drauf, oder was? Abstehen. Braucht man da VPN oder so? Nee. Ist global accessible, auch wenn es nur der Southeast Asia Server ist. Anmelden kann sich da jeder. Der Char ist online? Welcher? Wie war es nochmal? Andariel, oder? Aber wie war der zweite nochmal? Ne, du hattest nur einen in der Party letztes Mal. Da war ja Wolfer der zweite. Du hast keinen zweiten. Damn. Ja, ich merke auch gerade, ich kann Demon einladen. Der läuft mir nicht hinterher. Hat sich hier erledigt. Danke dir. I'm stupido. Es kann ja nur nicht ein... Also, ohne XP-Event kann ich ihn noch einfach einladen. Ist eigentlich vollkommen egal. Musst du deine Char-Namen nicht sichern? Naja, es ist eh nur für Southeast Asia. Also wenn du dort... Oh, das war ja... War das dein Plan? War es nicht dein Plan? Auch auf EU zu spielen? Kann dir egal sein, wie deine Chars auf Southeast Asia... Southeast Asia heißen, wenn du dort eh nicht spielst. Aktiv. Was meinen die mit Top-Up beim Sponsor-Code? Cashen. 100 Euro aufladen zum Beispiel. Top-Up ist Rank-Cashen. Ja, interesting system, I guess. Ich denke mal, also der Grundgedanke ist, und das ist, denke ich, eben klar, du sagst deinen Kumpels, ey, meldet euch mal meinen Link an, dann kriege ich Bonus-Cash, wenn ihr casht. Also so wird die Praxis aussehen. Ja. Aber der grundsätzliche Gedanke war wahrscheinlich eher, oder der Hoffnung war wahrscheinlich eher, okay, alle Leute verbreiten ihre Links auf Social Media und dadurch melden sich viel mehr Leute an,
so, die sich vielleicht gar nicht anmelden würden. Das Problem ist aber, niemand will, dass sich irgendein Random über seinen Code anmeldet, weil es zählen ja nur 3 Leute. Die ersten 3, I guess. Oder die ersten 3, die cashen. Das ist nicht hundertprozentig klar, das ist nur ein Satz, den kann man interpretieren. Aber ich vermute jetzt mal, es sind einfach die ersten 3. Kannst du die Leute rausschmeißen? Okay, dann ist egal. Aber auch wenn sie schon gecashed haben, also ich meine, das kann man jetzt noch unmöglich wissen. Safe auch, wenn sie schon gecashed haben, das glaube ich eher nicht. Weil warum wäre es dann überhaupt auf 3 limitiert? Das würde dann eigentlich keinen Sinn ergeben. Vielleicht, wenn sie noch nicht gecashed haben. Aber... so ein fetter roter Remove-Button. Ja, ist die Frage, ob er noch da ist, wenn jemand schon gecashed hat. Aber dann... also das würde keinen Sinn ergeben. Warum sind es dann nur 3? Wenn du sowieso... wenn du quasi einem sagen kannst... meld dich an, dann casht er, dann haust du ihn raus, dann machst du den nächsten, dann könnten sie auch gleich von Anfang an unendlich machen. Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber, I don't know. We will see. Ist das sowieso komisch mit dem Sponsorsystem. Viele Leute haben direkt angemeldet, ohne sich zu werben. Sind jetzt stinksauer. Naja, man kann sich einfach einen neuen Account machen. Ist ja noch nichts passiert. Wie gesagt, der Name deines Accounts, das ist wie bei Websyn. Dein Account war Gurkenglasöffner23. Diesen Accountnamen hat niemals jemand gesehen. Also... wenn es einem so wichtig ist, kann man einfach einen neuen Account machen. Beta Rewards, ja gut, die sind ja nur visual. Die kannst du ja auch auf einem zweiten Account flexen. Also. I don't know. Was gab's, Tom? Und ja, komisch mit dem Sponsorsystem, also ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Also so grundsätzlich einfach. Und ja, man hätte das ja vorher ankündigen können. Weil es wurde ja, glaube ich, es wurde ja danach gepostet, ne? Genau. Es war zwar nur eine Viertelstunde, aber ich meine, eine Viertelstunde bei einer, bei einer so fetten Ankündigung haben sich wahrscheinlich über 1000 Leute angemeldet. Das ist halt... mal wieder suboptimal gelaufen. Der Game hat die Nachricht noch bearbeitet. Weißt du, was davor da stand? Ich hab's nicht, also ich hab nur das... also das hab ich auch gesehen, dass sie bearbeitet ist, aber ich hab keine Ahnung, was davor da stand. Leider nicht, ja. Das war wahrscheinlich pretty instant. Vielleicht stand vorher einfach nur Hallo drin, Kappa. Hey, hey guys. I'm Jai Hoon. Was mit Alpha Rewards? Es gab keine Alpha, beziehungsweise gibt es keine Alpha Rewards. Welche Klasse wirst du auf dem EU-Universe-Server spielen? Weiß ich noch nicht. Ihr müsst mir dann mit Magician-Skillen helfen. Hast du noch nie einen Mage gespielt oder was? Das ist nicht sehr schwierig. Das ist echt die leichteste Klasse in FNAF. Vor allem Oldschool, weil du hast keine Attack-Speed- und Hitrate-Probleme wie alle anderen Klassen. Mage ist mit Abstand die leichteste Klasse, wenn du Hardcore spielst, sozusagen. Ist ja jetzt eigentlich immer noch so. Also durch das ganze Anfängerhelfer-Equipment und so nicht mehr wirklich, aber...
Also im Early Game ist Mage, also ab 15, Level 15 ist Mage so krank stark im Verhältnis zu allen anderen. Keine Hitrate-Probleme, Crit-Rate kennt er nicht, Cast-Time, gut, die ist ultra-low, aber Attack-Speed von allen anderen ist ja auch ultra-low. Und er macht sau viel Damage. Das ist schon crazy. Es gibt ein Alpha-Reward-Cloak in der API. Ja gut, ich meine, es gab eine Alpha wahrscheinlich, ja. Aber die war halt nicht public, soweit ich weiß. Also, ja, kann dann schon sein, dass vielleicht ein paar Leute damit rumlaufen. Aber ganz ehrlich, who cares? Sind ja keine Effekte auf den Items. Was halte ich von den Rewards für First 120? Naja, es gibt ja auch Rewards für, also, naja. Erste Klasse 120. Ja, ich weiß nicht. Find's jetzt nicht so krass, ehrlich gesagt. Aber wusste man... Warte mal, ich muss mal schauen. Weiß man, was in der Box drin ist? Die Box auf der linken Seite? Vorhin nur kurz auf Twitter gesehen. Naja. I don't know. Ich meine, das ist nicht schlecht. Ich meine, du kriegst gratis Stuff. Das ist immer gut. Aber. Keine Ahnung. Ich meine, sie testen es ja. Wir sehen ja dann, wie gut es ankommt. Vielleicht ändern sie es ja dann für die EU, die Belohnungen, wenn sie nicht gut ankommen. Wobei sie das eigentlich fast nicht machen können, weil das wäre dann wieder unfair. Da würden sich dann alle auf dem Southeast Asia Server aufregen, warum EU dann bessere Belohnungen bekommt. Und ihre Trash waren. Also wahrscheinlich können sie es nicht ändern. Tatsächlich. Hit and Run wird wahrscheinlich nicht funktionieren, Tom. Wenn die Monster dich längere Zeit nicht angreifen, dann verlieren sie Aggro. Also Oldschool Classic Hit and Run für eine halbe Stunde im Kreis laufen, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Also kannst du Hit and Run nur machen, wenn du genug Damage machst, um sie schnell genug zu killen. Aber nicht mehr, dass du das ganze XP-System ausnutzt oder abused. Schade, wenn da Sachen drin sind, die man sonst nicht mehr kriegen kann. Mag sein, aber ganz ehrlich, du kannst im FLAF eh nicht jedes Item besitzen. Den Gedanken oder das Ziel würde ich mir sowieso von vornherein gar nicht setzen. Wenn es sich so ähnlich entwickelt wie FLAF PC. Also von der Anzahl der Items her. Du bräuchst wahrscheinlich 3 Accounts oder 3 Charakter einfach nur, um alle Items zu storen. Und ganz ehrlich, was bringt dir das dann? Dann wird's wohl doch Blade, I guess. Wolltest du nur wegen Oldschool Level 65 Level 100er Mobs AOE Elle spielen oder was? Damn.
First 120 Night wäre richtig cool, es gibt halt safe irgendwelche Leute, die von Anfang bis Ende alles durchgeplant haben, wie viele AOEs sie brauchen und so. Ich denke, so weit hat keiner vorausgeplant. Also, wie viele AOEs er insgesamt braucht, um von 65 auf 120 zu leveln, ich denke nicht, dass sich das irgendjemand ausgerechnet hat. Stand jetzt. Und wenn doch, dann hat er definitiv viel zu viel Freizeit. Aber ja, First Char einer Klasse, das kann man sich eher aus dem Grund abschminken. Das ist genauso wie jetzt der höchste Char, der die 1 Million Cash gewinnt. Du wirst es einfach deswegen nicht schaffen, weil es Leute gibt, die einfach, ja, nichts zu tun haben. Also literally nichts. Kein Job, keine Schule, keine Arbeit, keine Familie, kein Real Life, kein Social Life. Und gegen solche Leute kannst du nicht gewinnen. It's impossible. Du wirst jedes Item besitzen, das man bekommen kann, ohne solche Competitions, sowas wie CS-Sets aus Events. Tja, das ist dann wohl dein Problem. Wenn das nicht klappt. Morgen endlich letzter Einlog-Event-Tag, du sagst es, Wolfe. Ich kann dir jetzt die Quelle nicht sagen oder zeigen, Django, aber ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass es so ist, wie ich es gesagt habe. Glaubst du, erst jemand gewinnt, der Account-Sharing macht? Ja, das könnte natürlich auch sein. Weil das ja, wenn du es nicht weißt, dass er das macht, dann ist es ja wie jemand, der einfach kein Leben hat. Also 24/7 spielt. Vielleicht mal eine Stunde schläft zwischendurch. Kommt aufs Gleiche raus. Weiß auch nicht, kann man schon die Terms, doch Terms of Service stand ja dabei, ne? Hab mir ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Wer hat schon Zeit für sowas, aber steht da drin, dass das Account Sharing verboten ist. War bei Flife auch verboten. Wurde nie jemand dafür bestraft, leider. Willst du im Steam-Server einfach nur wissen, was im Cash-Shop ist? Fashion for Fun hit it. Hoffst einfach inständig, es gibt das Vamp-Set. Das Vamp-Set? Also das mir das rote Kleid, das Goff. Das Goff-Set quasi. Also es ist nicht Goff, es ist Vamp, aber ich muss es visualisieren. Und Vamp sagt mir persönlich eigentlich nichts. Das ist kein richtiger Kleidungsstil, Kappa. Erstmal alle Vamps da draußen gefrontet. I think so, Timmy. For leveling PvE, Ranger should be pretty good. Because he can kill multiple monsters at the same time, even if you don't build him AoE. Because of his multiple AoE skills and stuff. So yeah. And would I have to have a Ringmaster too? That depends. Not necessarily, I would say. Depends on how high the monsters you want to kill are. Above your character. I would probably say no. If you have food, it should be enough.
werden sehen, Zen Master. Ja gut, so schnell wird dann wahrscheinlich keiner 120. Also ich meine, es wird schon ein, zwei Monate dauern, Minimum. Würde ich jetzt zumindest vermuten. Andererseits, wenn jemand wirklich 24/7 spielt, also jemand, dann dauert es vielleicht sogar doch gar nicht so lange. Man wird sehen. Muss man sich halt aber auch fragen, ist es das wirklich wert? Also keine Ahnung, was hat man dann davon? Also, weil du kannst die Belohnung ja dann auch nicht durch, sagen wir jetzt mal, 3 theoretisch, in 8-Stunden-Schichten aufgeteilt. Du kannst die Belohnung ja auch nicht durch 3 teilen. Gut, du kannst den Char, wenn er 120 ist, weiter scheren. Aber das einzigartige Item für 120 ist ja Visual einfach nur. Und das kannst du nicht durch 3 teilen. Also, keine Ahnung. Hat man davon wirklich so viel, ist die Frage. Prestige, I guess, aber also kannst du dann schlecht sagen, yo, wir sind eigentlich 3 Leute. Wir haben das geschafft. Kannst du nicht sagen, weil sonst ist der Account vielleicht auch nicht, aber vielleicht ist er dann 5 Minuten später gebannt. Na, vielleicht ist er auch erlaubt, I don't know. Ja, das heißt schon Wamp, du hast schon. Das heißt Wamp. Aber bei Wamp denke ich irgendwie immer automatisch an Vampire. Weil das Wamp-Set irgendwie. Nicht so. Es ist schon beliebt, vor allem der Head, aber es wurde nicht so krass getragen wie Vampire. Ja, da war die XP erhöht, Oina. Und da war Hit and Run, soweit ich weiß, noch nicht gefixt. Ich glaube, da konnte man noch Hit and Run abusen. Und die haben dann zu 8 in der Wüste gelevelt, Hit and Run mit Elementoren. Oder 6 Elementoren und 2 AMs waren es, glaube ich. Irgendwie sowas. Also, das war eine Shitshow. Die XP war doch in beiden Betas erhöht, oder? I don't know. Ich glaube schon. Oh man. I need a rebuff soon. Ah, ist das so? Sind auch meine Power-Ups sind abgelaufen, deswegen ist so wenig HP. Wir hätten statt dem Sponsoring einfach entweder direkt einen Creator-Code machen können oder man sollte sich im Nachhinein noch verbinden können. Ja, ich finde es halt auch irgendwie blöd. Also das meinte ich ja vorhin schon, es wird halt nicht dafür genutzt werden, um wirklich neue Leute anzuwerben, wie es zum Beispiel wahrscheinlich bei einem Creator-Code eventuell der Fall wäre, sondern es wird halt nur dazu benutzt werden, ey Bro, nimm meinen Link, wenn du das nächste Mal auflädst, so ungefähr. Oder so. Oder lade über einen neuen Account auf. Also es wird halt nicht das. Also ich meine, es wird hier und da wird es vielleicht den gewünschten Effekt geben. Neuer Spieler wird geworben und zusätzlich casht der neue Spieler und der bestehende Spieler kriegt dafür seine Belohnung, weil er den ja angeworben hat und der dann durch ihn gecasht hat und durch ihn überhaupt zum Spiel gekommen ist.
Das wird ja in den meisten Fällen einfach nicht passieren. Wie gesagt, das wird halt sein, yo Bro, benutzt meinen Code, wenn du das nächste Mal auflädst, mach dir einen neuen Account oder so, gönn mir, gib mir meine 10% so ungefähr. Und ich habe halt auch das Gefühl, irgendwie, weil dann derjenige, der sich anmeldet, der hat ja gar nichts davon. Und das ist halt immer so, also es sollte halt eine Win-Win-Situation sein und das ist es halt nicht. Weil wenn du jemanden, also ich meine, klar, der kann dir ja dann was abgeben, als wenn du sagst, yo Bro, mach das. Und dann, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, man kriegt wirklich 10% theoretisch und er casht 5.000 rein, dann kriegst du 500 und dann teilt er es einfach durch 2 und dann kriegt er 250 Bonus. Aber wäre es nicht einfach sinnvoller, der Typ, der sich anmeldet, kriegt einfach 10% mehr oder so bei seinem ersten Aufladen und der andere Typ kriegt dann auch seine 10%? Wäre das nicht irgendwie sinnvoller? Also, I don't know. Weil so kriegt ja nur der bestehende Spieler was. Weil was hat der neue Spieler davon, dass er sich über einen Sponsored Link anmeldet? Also es ist irgendwie ein, weiß nicht, ein verbesserungsfähiges System, würde ich sagen. Definitiv. Aber im Endeffekt kann es ihnen ja egal sein, solange nur irgendjemand mehr durch dieses System casht, weil das wahrscheinlich nicht so sein wird, aber ja. Ich denke mal, sie werden auf jeden Fall nicht weniger dadurch einnehmen durch dieses System. Machen sie hier zwei Accounts und tauscht die 10% aus. Ja, kann man da auch machen. Oder man macht es halt mit jemand anderem zusammen, wie gesagt. Weil du da halt wieder Vertrauen haben musst, dass der dich nicht dann doch scammt und gar nicht auflädt. Ja. Wie gesagt, das ist kein wirklich durchdachtes System, würde ich sagen. Ich meine, gut, wenn du sagen würdest, du gibst dem neuen Spieler dann 10% Bonus auf sein erstes Aufladen oder so. Ich meine, das würde dann auch nur dafür benutzt werden, dass sich jeder einen neuen Account macht und über den neuen Account auflädt. Aber... Was geht ab, Jemo? Aber du hättest ja dann wenigstens den Vorteil, dass du dadurch, dass die Leute einen neuen Account erstellen und da mehr Cash bekommen. Und dann wäre der Anreiz höher, dass einfach mehr Leute cashen. Weil du ja immer einen Bonus bekommst, wenn du einen neuen Account machst. Und jeder, der neu anfängt über deinen Link, kriegt auch einen Bonus. Also ich denke mal, dann würde man tatsächlich auch einfach mehr Geld einnehmen als mit dem System. Aber was weiß ich schon. Just meine Vermutungen. Nichts. Und bei dir? Ja, das Übliche. Just doing my thing. You know. Farm ich da jetzt? Naja, ich ziehe halt hier meine Partysitze immer. Kriege ich ein bisschen XP nebenbei, ist zwar wirklich nur sehr wenig, aber besser als nichts. Ja, Event droppe ich hier auch, wie wenn ich im Tower die Party ziehe, also auch das gleiche, wie wenn ich im Tower B2 die Party ziehen würde. Und es geht auch eigentlich relativ schnell. Es dauert nicht sehr viel länger als Tower B2. Ich will es jetzt nicht Farmen nennen, aber ja, auch. Es dauert schon sehr lange, um mal 0,01 zu bekommen. Ich glaube, gestern habe ich gesagt 20 Mobs. Ich habe nicht wirklich gezählt, aber es sind Minimum 20. Ja, das ist jetzt auch kein Lord XP, muss man dazu sagen. Ja. Ich glaube, das sind sogar mehr als 20. Yo, was? Hitrate? Hallo? Hitrate?
Ich starte nicht um 3, ne. Ich habe einen Job. Ich muss arbeiten. Ich habe einen Job und ich erledige diesen Job. Startest du um 3? Bolt startet um 3, hat er gesagt. Seht her, ich habe einen Job. Ja, kennt ihr das nicht von SpongeBob? Die Folge, wo Thaddeus arbeitslos ist und dann bei SpongeBob die ganze Zeit daheim rumgammelt? Da sagt SpongeBob das zu Thaddeus. Ich habe einen Job und ich erledige diesen Job. Als ob das keiner kennt. Die Folge ist halt auch viel zu real für Kinder. Weil Kinder ja meistens keinen Job haben sollten. Das ist eigentlich schon eine funny Anspielung darauf, wenn halt jemand wirklich arbeitslos und sich durchschnort. Also das ist eigentlich viel zu real für Kids. Die alten SpongeBob-Folgen sind allgemein viel zu crazy. Die checkt man als Kind ja eigentlich noch überhaupt nicht. Ja, und warum bist du nicht in Dienstkleidung? Echt so. Was mit dem dämlichen Groschen? Stimmt, ja, so hat's angefangen, true. Was startet ihr um 3? Fly for Universe Southeast Asia Server. Jetzt habe ich 50,46, Alter, holy shit. Das ist nicht viel XP. Ich schalte der EU-Server um eine halbwegs vernünftige Zeit. Wenn du das überträgst auf EU, Server startet bei uns 8 Uhr oder 9 Uhr morgens wahrscheinlich. Kommt drauf an, welche EU-Zeit sie nehmen. Aber wahrscheinlich zwischen 8 und 10. Also wenn sie das jetzt übernehmen von Southeast Asia. Weil in Southeast Asia startet der Server um... Kommt auch auf die Zeitzone drauf an, aber so zwischen 8 und 9. Für die meisten. Wenn sie das bei uns auch so machen, müsste das ja die gleiche Uhrzeit sein. Aber es macht schon Sinn, muss man traurigerweise sagen. Es hat auch jetzt jemand auch nochmal kommentiert. Um die Uhrzeit ist halt klug. Unter der Woche sind nicht so viele Leute da. Und das heißt, der Server wird nicht auf einen Schlag, wollen nicht 10.000 Leute rein. Sondern es gehen erstmal nur vielleicht nur so ein paar Tausend rein oder... Ja. Und dann steigt das über den ganzen Tag. Und die meisten Leute bleiben aber online. Und das heißt, dieser Gesamtzugriff auf einen Schlag, der ist nicht so groß. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Server Probleme machen, ist wahrscheinlich dann geringer, wenn nicht alle zeitgleich auf einen Schlag draufschalten, sondern es über den ganzen Tag sich verteilt und die Leute dann einfach online bleiben, wenn sie mal drin sind. Probably. Aber ich bin kein Servertechniker. Keine Ahnung. Ich meine, wenn die Server gut genug sind, müsste es eigentlich egal sein, aber who knows? No risk, no fun. Doofe Frage, aber weiß jemand, warum beim RM-Job-Quest das Item beim ersten Questmonster nicht droppt? Es ist Rubo. Dieser Klavan bei den Siliaka, oder? Warum das Item nicht droppt? Hast du ihn alleine mit dem Chagekid, der die Job-Quest angenommen hat? Und dann vielleicht hast du einfach Pech gehabt. Mach's einfach nochmal. Du wirst dich leider darin sehen, dass du zu viel Money in Flash Universe verbrennst. Ey.
Hast du schon einen Account? Ich habe da zufällig einen Sponsor-Link. Du musst das einfach so machen, du schmeißt die Leute so lange aus deinem Sponsor raus, bis du irgendwann nur noch Leute drin hast, wo so monatlich 500.000 cashen oder so. Also aka, I guess 500 Euro oder so, keine Ahnung wie die Preise sind oder sein werden, aber du verbreitest deinen Link so lange, bis du nur noch Wale drin hast, die da wirklich monatlich abnormale Summen reinpayen. That's a tactic, man. Also, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man sie nicht rausschmeißen kann, wenn sie einmal gecashed haben. Dass wenn sie gecashed haben, dass sie dann gelockt sind als Feste. Oder so. Ah, ich weiß nicht. Südostasien morgen um 3 und Europa ist Launch unbekannt. Oh, hat noch immer jemand gehört, noch mal jemand gefragt? Ah ja, da. Genau. Naja, es ist ja nicht sicher, Rahaldan. Ich habe ja nur gesagt, wenn sie es so machen wie bei Southeast Asia, dann wäre es bei uns ja auch morgens in der Früh. Wenn. Weiß man ja noch nicht. Schon 10-mal gekillt und 10-mal Quest neu angenommen. What the hell? Safe, dass du Ringmaster Quest angenommen hast? Dann wüsste es ja gar nicht, dass du in Rubo gehen sollst. Ich weiß nicht, man hört sich irgendwie seltsam an. Ich hab keine Ahnung. Also normalerweise müsstest du spätestens beim zweiten droppen. Also du bist sicher, dass nur dein einer Char Schaden macht und du nicht irgendwie mit einem hohen Char angreifst, der die Quest gar nicht hat. Dass du die Solo mit deinem Ringmaster machst. Also beziehungsweise Assist. Du kannst auch mit Handy abonnieren? Was meinst du, Euna? Sounds like a meme. Ah, scheiße, meine Floating Castles sind überstackt. Ah. Mist. Also jedes Mal, dass ich das übersehe, ey, das gibt's nicht. Every single damn time. Welche Boxen sollte man sich nochmal für die Rückkehrer-Tokens holen als Blade? 105 Nox-Box für 2 Tokens oder Storm Nox-Box? Storm Nox, da ist die Ancient Axe drin. Also ich weiß auch nicht, was du willst, aber die Ancient Axe sind in Storm Nox. Also ich schätze mal, dass du die Ancient Axe willst. Storm Nox. So heißt es. Es ist sehr verwirrend, so heißt nämlich das Kalgas-Set. Es ist extrem verwirrend. Keine Ahnung, wer diese Boxen benannt hat. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind nach dem Kalgas-Set benannt und drinnen ist das Dryad-Set. Yeah, that makes logic. Fly like a Wraith, was geht ab? Was haben die Permabeats im CS gekostet? 3000 kosten die standardmäßig.
musst du nur noch 120 Master werden. Also so ist ja das Leichteste. Am Wochenende ist er wieder XP-Event wahrscheinlich. Was haben wir denn? 38. Ja, Plan ist, by the way, Quest machen, einmal alle Dungeons, nochmal Dramnok und dann Feierabend. Muss auch noch Login-Event fertig machen, tatsächlich. Ich bin auf Yggdrasil noch gerade mal zur Hälfte durch, brauche noch wahrscheinlich 2 Stunden nach dem Stream. Oder 1,5 oder so. Ein paar Chars waren schon ein bisschen online vorm Stream. Zum Glück ist das morgen vorbei. Can't wait. Keine Sorge, nächste Woche kommt dann ein 4-Wochen-Einlog-Event. Yeah, baby. I'm down, brother. Meine Cache-Zeiten für Games auch vorbei. Wahrscheinlich nicht. Aber in Flife Universe werde ich definitiv nicht cashen, ne? Für Flife habe ich mehr als genug Geld ausgegeben. Das reicht. Das reicht noch für die nächsten 5 Spiele, die sie machen. Mindestens. Aber ich meine, sowas wie GTA 6 oder Elder Scrolls 6, ich meine, wie willst du das spielen, ohne das zu kaufen? Also das, safe nicht. Damit schon 40, naja. Dragolina, was geht ab? Ja,
Hard Grind geht ab, wie immer. Bei Fluff. Auch keine Pickup-Pads in Fluff Universe. Nope, auch keine Pickup-Pads. Nichts. Wir sind die No-Pickup-Pad-Gang. Ja, Mann, let's go. Alles mit der Hand aufheben. Ich habe schon richtig Bock drauf, meine Taste 3 zu abusen. Gegenstand aufheben. Nee, Spaß, wir kaufen es einfach für Perrin. Ja, mal schauen. Am Anfang, als sie das allererste Mal den Cash-Up vorgestellt hatten, haben ja Pickup-Pads, glaube ich, 500 Millionen Penya gekostet. Das wäre ganz schön saftig für den Anfang. Aber ich denke mal, es wird weniger sein. Ich schätze mal, also, naja gut, vielleicht. Also ich meine, das Ding ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jedes Item optional für Penya anbieten. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und wenn, dann halt wirklich nur für Preise, wo sich halt niemand jemals denken würde, oh, ich kaufe mir das, passt. Ist ein guter Deal. 600 Millionen Penya für eine S-Product oder so. Das wird, denke ich, nicht passieren. Dass die Preise so gut sind, wo du also sagst, oh nice, bisschen farmen und GG. Das wird schon zu teuer sein. Aber wenn du halt wirklich das nur auf ein einziges Item abgesehen hast und du einfach nicht bereit bist, dafür zu cashen, und das wäre zum Beispiel ein CS-Pad. Aber es kann ja, wie gesagt, auch einfach sein, dass es gewisse Items nicht für Penya gibt. Würde ich eigentlich auch davon ausgehen. Aber ich habe keinen Link-Attack mehr, oder? Upsi. Die Party ist gleich 40, dann können wir die Daily-Quest machen. Ein paar Monstrositäten noch. Monstrositäten noch killen. We got it. Mal kurz Demon holen. So, vielleicht gerade Portbug. Das klappt, knack G. Ich stehe dazu, Mann. SM ist ein Banger. Ich könnte keinen Tag ohne SM aushalten. SM ist mein Leben. Für SM würde ich sogar Geld wissen. Das ist vollkommen aus dem Kontext gerissen. Kaufe ich noch Petfood? Na, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Ich habe noch ungefähr 27 Stacks Tower B2 Questies. AKA sehr viel Petfood. Mit sehr viel das gleiche Problem wie gestern, ey. Mit der Ameise. Uff. Soll ich jetzt schon mal die Eggs wechseln, sonst sterbe ich noch. Are you kidding me? Nicht mal der Big Boy ist da? Oh. Oh, der ist noch von mir sogar, lol. Oh, das war ich. Lul. Lol. What the hell? Der ist da einfach stehen geblieben. Da greift Demon an.
Hatte ich nicht letztens irgendwie viel mehr HP mit dem Grid E? Hatte ich da nicht 120.000? Was hatte ich denn da anders? Naja. Na gut, ein Pot. Pot of Dingenskirchen. Pot of Respect. Weil der gibt nur 1500. Möbel wahrscheinlich noch. Möbel mit STA. Schauen wir mal, wie viel HP ich so habe. Oh, nur 26. Ja, naja. Was bringt die Daily Quest? XP. 0,1%. Spiele ich auf C? Ja, aber erst morgen Abend. Heute Nacht kann ich nicht. Ich muss morgen arbeiten. Wie viel ist ungefähr ein Eck mit 99,99% wert? Keine Ahnung, Mann. Normalerweise würde ich sagen 10 Mio. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, kannst du in meinem Auktionshaus Pets suchen. Die sind halt voll wenig wert. Also Behemoth ist eigentlich der einzige, der noch gekauft wird. So zwischen 20 und 50 Mio. Helline habe ich letztens einen für 500k gekauft oder so. Also die Pets werden momentan ziemlich rausgetrashed. Aber es liegt wahrscheinlich an den XP und Drop-Events, also logischerweise an den Drop-Events. Weil droppt man natürlich mehr Eggs und anscheinend levelt momentan kaum jemand Pets. Oh, damn. Das dauert echt viel zu lang so. Kommt mir das nur so vor. Es droppt dieser Giant CS-Juwelen. Sonst nichts. Den macht man aber für die Quest, die gibt XP. Schlag den Feind. Ja, sehr interaktives, wie sagt man, Dialog. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Das ist crazy, Alter. Irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas ist anders. Zwar ganz schön anders. I don't know. Ja, gestern habe ich doch genau das gleiche gemacht. Hatte ich viel mehr Damage. Aber ich muss doch die Eggs wechseln. Kann auch sein, dass ich das letztes Mal hatte. Aber gestern hatte ich es eigentlich wieder andersrum. And he is dead. Oh, jetzt sag ich schon kurz, ich habe die Quest nicht angenommen. Holy moly. Ja, 96.000 HP, irgendwie. Ja, aber es war wahrscheinlich safe der Tisch, weil der gibt 15 STA, das ist tatsächlich sau viel. Wenn man so viel HP hat, das ist safe über 4.000. Also mit dem Tisch hatte ich safe über 100.000 HP.
mit Yggdrasil Axe in der First Hand. Deswegen ist es wahrscheinlich anders gemacht. Das muss der Unterschied sein. Weil alles andere müsste gleich sein. Ich habe sogar noch den Premium-Buff laufen, 2 Stunden. Ich weiß, wie Fly funktioniert, abgehoben. Aber meine Ancient Axe gibt mir mehr HP-Rate. Und ich will ja nicht sterben, wenn ich das mache. Dann lohnt es sich ja überhaupt nicht. Damage mache ich so oder so nicht. Mit meinem Low Equip. Gleich bis 3 wach? Hell no. Ich spiele das morgen Abend. Eigentlich hätte ich die Ameise zuerst machen müssen, weil der Huge Knife respawnt immer ziemlich schnell. Aber einmal umlong ist nicht so schlimm. Mein Knight ist eh noch nicht online. Schauen, ob der wieder da ist. No, not this time. Okay, dann muss ich einmal umloggen. Was wird mein erster Char sein? War Grant, wenn du so fragst. Weiß ich noch nicht. Psy wollte ich machen, Yukiko. Kann ich mich nicht dran erinnern, das gesagt zu haben. Und die Universe, was wegen Content geschrieben, bleibt es erstmal eine Zeit lang bis 120. Nope. Also, man weiß es nicht. Wäre schon nicht schlecht, wenn man noch angreift. So. Hol ich schon mal meinen Knight online. Oh, wobei, das werde ich safe bereuen. Ne? Ich lasse es noch. Am Ende ist dann wieder die Ameise nicht da.
Das gute Nacht war ernst gemeint, du bist direkt wieder weg und ins Bett. What? Oh man. Na dann, gute Nacht, Yukiko. By the way, ich glaube, es wird nichts mit zweimal Dramnuk. Es ist jetzt schon 22.10 Uhr, das dauert schon wieder viel zu lang. Big Yikes. Schläft sich aus für den 3-Uhr-Start. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass Yukiko nicht um 3 Uhr nachts aufsteht. Niemals, jemals, never. Nicht in einer Trilliarden Jahre. Für Fly zumindest nicht. Oh, das ist Spaß. Ich würde es mir sogar am Wochenende überlegen, ob ich dafür aufstehen würde. Also wach bleiben vielleicht, aber nicht nochmal aufstehen, wenn man schon im Bett liegt. Das ist ein Thema, über das ich nicht gerne rede, Homiente, weil diese Leute benutzen Equipment, das ganz sicher nicht legal ist. Also nicht legal hergestellt wurde. Also brauchst du meinen Crackshooter damit nicht vergleichen, weil natürlich kann ich da nicht mithalten. Mein Crackshooter hat höchstens 180.000 Schaden gemacht. Noch 7 Minuten für die Ameise, falls ich jetzt nicht sterbe. Uff, nichts gedroppt, außer Lakotten. Keine Juwelen. Schau, ob die Ameise jetzt da ist. Yes. By the way, muss man halt dazu sagen, bei der Quest, falls es jemand sagt, oh, es lohnt sich ja überhaupt nicht. Bei 20 Minuten, ich bin mir ziemlich sicher, in 20 Minuten schaffe ich keine 0,2% ohne Amplis oder ohne Lord XP Event. Davon mal abgesehen. Aber selbst wenn jemand sagen würde, oh, bisschen mehr Damage oder bisschen mehr Power-Ups, dann würdest du mehr XP beim Leveln bekommen. So kriege ich die XP auch auf Demon. Und wenn ich Demon leveln würde, würde ich niemals auch nur ansatzweise in die Nähe davon kommen. Also diese Quests lohnen sich vor allem dann, wenn man sie mit mindestens 2, wenn nicht sogar 8 Charaktern auf einmal macht.
Das ist ja der Partyvorteil. Ich habe natürlich nur 2 Charakter, mit denen ich sie machen kann. Aber wenn man die Möglichkeit hat, müsste man es eigentlich mit 8 machen. Also, müssen ja auch nicht die eigenen Charakter sein. Das ist maximale Effizienz. Vor allem geht es dann ja auch natürlich viel schneller und die XP sind die gleichen, weil die XP auf Quest gebunden sind. So, I need a rebuff. Sonst bin ich dead. Und Demon kriegt über 1% für die Quest aktuell. Das ist halt geisteskrank. Können wir die Quest nur einmal am Tag machen? Genau so ist es. Das ist eine Daily. Gibt noch 2 weitere Quests, aber die schaffe ich nicht. Muss mal die Endbosse killen. Die sind zu stark für mich. Jetzt hat er ernsthaft die Keys aufgehoben. Are you kidding me? Nächstes Jahr Level Up. Tja, du machst Witze drüber. Aber wenn du jemals in dem Levelbereich warst, weißt du, wie krass diese Quests sich auswirken können. Wenn du sie wirklich kontinuierlich machst. Im Vergleich zu dem Zeitaufwand, den du ins Leveln stecken müsstest. Und vor allem das Geld für XP, Amplies und so. You would not joke around like that. Macht es immer vielleicht Universe einen eigenen Namen auf der eigenen gleichen Stufe hinter sich herlaufen zu lassen? Macht schon Sinn, weil dann kannst du dich immer buffen und bist nicht abhängig von anderen Spielern. Also ja. Einziger Nachteil ist, wenn du aktiv mit dem Char nichts machst, dann kriegt er weniger XP. Aber es sollte nicht sonderlich kompliziert sein, ab und zu mal hier zu drücken. Oder pro Monster einmal zu heilen, dann sollte eigentlich die Aufteilung beziehungsweise die Contribution sollte dann eigentlich vorhanden sein. Weißt du, wie streng sie da sind. 1,50 kriegt Demon knapp. Von 8,79 auf 10,23. Das ist geisteskrank. Und das alles in unter 20 Minuten. Ohne XP-Event. So würdest du bei XP, wenn mit Q-Amplies kriegen, vielleicht in 20 Minuten. Auf beiden Chars gerechnet. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber du müsstest ja halt doch 10 Q-Amplies kaufen. So. Holen wir uns noch ein bisschen Loot. Looter. So. Ich brauche noch ein bisschen Inventarplatz und auf Demon brauche ich auch Inventarplatz. Verdammt! Doch kein Loot für uns. Was habe ich denn schon wieder alles im Inventar? Habe ich echt nur 5 Plätze frei? Wow. Waren das nicht mal mehr? Was habe ich getan? Achso, wegen den Resurrection Scrolls. Ja. Ah. Damn, I hate it. Nutze ich überhaupt Amps of Demon? Natürlich nicht, ich level ihn ja nicht mehr. Der leecht nicht mehr, weil sich das nicht lohnt. Uff.
Ich gehe mal ein bisschen runter, die Preise sind ein bisschen hoch. What the hell? Jo, wahrscheinlich. Also das ist der gleiche. Solche Preise kann man halt legit nicht ernst nehmen. Das ist halt, what the hell? Das ist halt absurd. Ja, gut. Das Item will sowieso keiner. Nein, ich soll ja nur aus dem Inventar raus, die Items. Mehr will ich ja gar nicht. Ob sie verkauft werden, ist eigentlich irrelevant. Nicht komplett, aber ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hätten jetzt meine Floating Castle Boxen überstacken müssen. Haben sie aber nicht, weil ich sie auf B hatte. So viel zum Thema Pet Food. Dann machen wir das so. So. Preisdumping. Naja. Also. Nein. Ich spiele ja die ganze Zeit. Ich weiß, was die Items ungefähr wert sind. Und ich stelle halt kein Item für 700 Mio ins Auktionshaus, von dem ich weiß, dass ich es noch nie teurer als 100 verkauft habe. Das ergibt einfach keinen Sinn. Weil dann kommt der Nächste, macht es ein Penja günstiger rein als ich und dann verkaufe ich es in 7 Tagen nicht. Hab dann aber Gebühr für 700 Mio gezahlt, vollkommen umsonst. Und wenn am Wochenende wirklich XP-Event ist, dann fühle ich mich ehrlich gesagt auch schon schlecht. Ein Bow, ein Crystal Bow für 200, also normaler Bow für 250, sage ich mal, okay, das geht noch. Aber ein Crystal Bow für 250, wenn kein Mensch spielt Ranger. Da frage ich mich sowieso, wer soll die überhaupt kaufen? Aber, I don't know. Was? Achso, Revi ist nicht in der Party. My girl. Revi, my girl. Girly, 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 girl. Stimmt denn mit deiner Katze nicht, Mathis? Dass die so rumschreit. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Hier. Ich weiß nicht, ob man es im Stream sieht, aber hier steht ein Bett. Da schlafen Menschen. Nachts. Hier, hinter mir. Siehst du es? Müsste man eigentlich leicht im Hintergrund sehen. So ein bisschen. Und du? Thanks for the beats.
Da ist die erst seit Mittwoch. Ich wollte gerade sagen, heute ist Dienstag, aber ja, Mittwoch letzte Woche. Ein Bett und sogar mit Fenster. Das wieder gehofft, der sinkt es. Ich kenn's nicht. Also ich kenn's vielleicht schon, aber es sagt mir gerade nichts. Das gibt mir einen Tipp. Girl, my girl, my girl, don't lie to me. Keine Ahnung, man, Backstreet Boys, ich hab keine Ahnung. Geht das wieder los? Hast du das schon mal gemacht, oder was? Also mit dem Lied. Oh, nevermind. Das geilste Cover von Nirvana auf dem Unplugged Live-Konzert. Puh, ich dachte schon, ich muss mir jetzt schlecht finden, weil wir darüber schon mal geredet haben. Ich habe noch nie in meinem Leben Nirvana gehört. Dann kann ich es gar nicht kennen. Dodge the bullet. Das Einzige, was ich von Nirvana weiß, ist, dass sie eine Platte haben, oder halt ein Album, wo ein Baby drauf ist und der Typ sie verklagt hat, weil er dann nackt drauf ist, als Baby, und das sein ganzes Leben ruiniert hat. Er aber zeitgleich in den Jahren, bevor er sie verklagt hat, immer rumgelaufen ist mit einem Nirvana-Tattoo und allen Leuten gesagt hat, hey, du hast mich schon mal gesehen, da war ich nackt. Das ist alles, was ich über Nirvana weiß. Er hat noch nie Nirvana gehört? Ach du Heilige, jetzt hört's auf. War schön mit dir, augenverdrehendes Gesicht. Augenverdrehendes Gesicht, so, so. Unnützes Wissen? Es ist unnützes Wissen, aber es ist überall auf Facebook gewesen, als es passiert ist. Also, literally, überall. Konntest es nicht dodgen. Oder ist ja nicht etwas, an das ich aktiv denke, aber jetzt fiel halt der Begriff Nirvana und dann ist mir eingefallen. Und soweit ich weiß, ist das ja auch erst letztes Jahr passiert oder so. Das ist noch relativ frisch. Also das, was ich verklagt hat zumindest. Ich glaube, rumgeheult hat er schon die ganze Zeit. Aber ich bin auch nicht so deep in der Materie. Und was gedacht, Flakes. Und thanks für die Bits nochmal. Time's out. Sehe ich Flife Universe als Konkurrenten zu Flife PC oder wie sehe ich das Verhältnis? Es ist schon ein Konkurrent, aber nicht richtig. Also wenn man es rein aufs Business beziehen würde, ist es eigentlich vollkommen egal, dass sie sich konkurrieren. Weil selbst wenn sie sich gegenseitig Spiele abluchsen würden, beides gehört Gala, an beiden Spielen verdient Gala. Das ist auch so ein Punkt, den irgendwie manche Leute irgendwie nicht so richtig verstehen. Gala gewinnt, wenn man in Flife reincasht, Flife PC, und Gala gewinnt, wenn man in Flife Universe reincasht. Ein paar Leute checken das irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Also die denken wirklich, dass das ein anderes Spiel ist. Also, anderes Spiel ist es, aber auch von einem anderen Entwickler und so, und das ist halt nicht. Das ist beides Gala. Das gleiche schlechte Gala, das Flife gemacht hat. Nur sind jetzt halt noch andere Leute daran beteiligt. Aber Gala wird trotzdem den größten Teil des Geldes einstreichen, wenn man reincasht. Da ja praktisch alles ihnen gehört. Die Rechte, das Spiel, einfach alles. Und wie ich das Verhältnis sehe, keine Ahnung, das Spiel ist ja noch nicht draußen, kann man jetzt noch nicht sagen. Auf die Frage kann man erst antworten, wenn Universe full released ist. Desaster, was geht ab? Hau rein, Mattes.
Warum Crit Knight? Weil es nur ein Dungeon Downer ist. Ist ein Just for Fun Character. Den ich mir mal gemacht habe und dann habe ich ihn zum Dungeon Downer gemacht. Was ist der Unterschied zu Flife Universe und Flife PC? Weißt du das wirklich nicht? Also hast du von Flife Universe noch nie gehört, oder was? Noch nie gehört? Wow. Das ist eine Oldschool-Browser-Flife-Variante. Das heißt, ein neues Spiel, das aber als Basis V7 nimmt, also Flife 2007 quasi. Oder, ja, Ende 2006, aber praktisch 2007. Und nochmal komplett von vorne alles macht. Also es wird sich hier auch anders entwickeln als Flife. Also es wird nicht einfach wie WoW Classic alle alten Patches aufspielen, sondern es wird vermutlich auch Sachen geben, die es in Flife nie gegeben hat. Und so weiter. Flife Classic, basically. Es gab Atom. Wann kommt Universe raus? In 4 Stunden und 28 Minuten kommt der südostasiatische Server raus, Early Access. Aber Europa bzw. der Rest der Welt kommt erst soon. 1, 2, 3 Monate, man weiß es nicht. Natürlich wird Flife Universe mehr Spieler haben, Euner. Wäre seltsam, wenn ein Spiel launcht und weniger Spieler hat als ein bestehendes Spiel. Das wäre höchst merkwürdig. Da könnten sie es gleich wieder offline nehmen. Das wäre eine absolute Blamage. Aber das war ja nicht die Frage. Vom Prinzip her gleich wie das PC-Flife. Vom Prinzip ist es gleich, ja. Auch Levelraten, XP-Raten. Ungefähr, ja. Also ich habe gehört, dass sie im Low-Level vor allem ein bisschen geändert wurden, um Choke Points zu verbessern. Ich habe dazu noch nichts Offizielles, ehrlich gesagt, gesehen. Dann passt jetzt mal auf, was ich jetzt mache. Wisst ihr, was wir hier mit solchen Leuten machen? Wisst ihr das? Wisst ihr es? Schaut euch das an, schaut in den Chat. Hell no. Das ist nicht der Flife Universe Waiting Room. Danke für den Resub, Spanky. Kann man Chars von PC Flife auf Universe mitnehmen oder muss man neu anfangen? Du musst neu anfangen.
Das ist, wie gesagt, ein komplett neues Spiel. Es hat nichts mit FNAF PC zu tun. Es ist eine komplett andere Plattform, komplett neu entwickelt, andere Version. Es hat eigentlich wirklich absolut überhaupt nichts zu tun, außer die gleiche Basis. Also, und dass es halt FNAF ist, aber die Spiele selbst sind halt 100% voneinander unabhängig. Die scheren nothing, außer den gleichen Namen und den gleichen Entwickler. Aber in dem Fall dann wahrscheinlich eher Publisher bzw. Entwickler. So viel hat Gala ja nicht wirklich dran mitentwickelt, wahrscheinlich. Rambo, was geht ab? Was sie machen könnten, wäre, sie machen einen extra FNAF Universe Server, wo du deine Daten wirklich übertragen könntest und dann kannst du da einfach im Browser und mit dem Handy auf 170 leveln und so ein Scheiß. Das wäre geisteskrank. Ich glaube, das geht nicht. Ich zocke dann wahrscheinlich auf dem Asia Server. Ich teste es, ja, aber ich werde da nicht aktiv spielen. Also vor allem nicht, wenn der EU Server rausgekommen ist. Dann wird der Asia Server gedroppt wie eine Hot Potato. Und wahrscheinlich nie wieder angeschaut. Ach, ich hatte nicht mein Speed-Equip an. Damn. Ich hab mich schon gewundert. Jetzt brauche ich es zwar nicht mehr wechseln, sonst vergesse ich es wieder. Den Boss sollte ich auch mit Speed-Equip schaffen. Oh. Oh shit, ich habe nur einen Inventarplatz. Aber glücklicherweise habe ich auch nur ein Item gedroppt. Typical. Ist das die EU-German-Version oder Japanisch? Chinese? Oder was soll CH bedeuten, ja? Ich habe keine Ahnung, was du meinst, Kani. Also der Server, der rauskommt, FNAF Universe, ist Englisch. Alle Server sind auf Englisch. Southeast Asia. Ist meistens Englisch. CH ist Schweiz. Ja, aber das hat er wohl kaum gemeint, oder? Wenn er Japan-Schweiz. Das, habe ich jetzt mal per Ausschlussverfahren ausgeschlossen, dass er nicht Schweiz meint. Der japanisch-schweizische Server, schweizerische, wer kennt ihn nicht? Das ist ein Must-Have in jedem MMORPG, dass es mindestens einen japanisch-schweiz-Server gibt. Japan-schweiz. Das ist einfach so. Die Nachfrage ist gigantisch. Nach so einem Server. Das ist insane. Hey. Don't you kill my ass, bro. Diode in den Japaner. Uff, oh, scheiße, jetzt ich bin da was Rassistisches gesagt, ja. Ich sag mal nur. Oder ist schon, oder? Ja. Ich sag mal nur. Ricola. Okay? Ich sag's nicht. Ich sag einfach nur. Ricola. Ich hab nichts gesagt. Man wird ja wohl noch Ricola sagen dürfen, oder? Ohne gebannt zu werden. Ich hab's nicht gesagt. Verdammt. So.
gehe ich morgen Abend rein. Klar, habe ich ja schon 100-mal gesagt. Mal schauen, wann ich Zeit habe. Das Problem ist, ich habe momentan leider tatsächlich ziemlich viel auf der Arbeit zu tun. Und ich werde vor morgen wahrscheinlich nicht früher aufhören können, weil das Problem ist, ich muss mit so ein paar anderen Praktikanten was machen. Ein Großprojekt. Und da käme es wahrscheinlich ziemlich blöd, wenn ich mich einfach um 2:30 verpisse oder so und die anderen um 4 gehen. Later. Later. Ich muss Flav Universe spielen, ihr Luschen. Ciao. Probably nicht so eine gute Idee. Probably nicht. Was soll ein Japaner denken, der bayerische Volksmusik singt? Den gibt's. Bei uns war heute Volksmusik. Keine Ahnung, wo der es herkam. Ist das nicht seit 12 Jahren tot? Ich habe kurz gedacht, ich bilde es mir ein. Beziehungsweise dachte ich kurz, ich hätte irgendwas im Browser offen, wo die Musik herkommt. Ah, Mist, ich muss mir noch buffen. Aber es war tatsächlich draußen, mein Fenster war gekippt. So. Wen habt ihr überhaupt als Ansicht? Den falschen. Die wollen doch safe alle selber spielen. Was meinst du? Achso, die Praktikanten. Lol. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich war gerade noch bei den Schweiz-Japanern. Oder Japan-Schweizern? Ich weiß nicht. Praktikanten spielen Flav Universe, das wär's. Das wäre eine Clown Fiesta. Eine Praktikanten Fiesta. Ich war jetzt nicht im Hernes Dungeon, kann es sein? Irgendwie. Ich will nicht das vergessen. Ich hasse das, wenn ich länger keine Dungeons gemacht habe, dann fehlt immer die Routine. Weil sonst mache ich das halt legit ohne nachzudenken. Es geht in Fleisch und Blut über die Reihenfolge. Aber nicht, wenn du es nur einmal pro Woche machst. Wie es mittlerweile der Fall ist, leider. Ups. Perfekt. Nicht ganz, oder?
Uff. Ernsthaft? Wow. Stellt euch vor, das ist Roblox nur anders. Vielleicht Universe oder was? Ich dachte, in Roblox kann man jedes andere Spiel nachmachen. Gibt auch Roblox CSGO und so. Gibt's auch Roblox Flav? Gibt's auch Safe? Das wär's. Das ist es, meinst du wohl eher. Weil das, was morgen bzw. in 3 Stunden 14 Minuten released wird, ist eigentlich, und das haben die Entwickler die ganze Zeit vor uns geheim gehalten, aber das ist eigentlich nur ein Roblox-Patch. Das ist ein Roblox-Mod, was da morgen released wird. Wusstet ihr das nicht, oder was? Ich dachte, wir keepen hier nur den Running Gag am Laufen. Seit 2,5 Jahren. Dass sie tatsächlich ein neues Flash-Spiel gemacht hätten. Wer es glaubt. Roblox an die Macht, Baby. Der Cash-Up ist insgeheim Roblox-Werbung. Währung, klar. Ist Roblox nicht sogar von einem Deutschen? Ich glaube, es haben doch irgendwie nur 2 Leute entwickelt oder irgendwie so. Auf Wikipedia gelesen. Schauen, ob ich den Hannes Run vergesse, wahrscheinlich. Kanadier, die in Kalifornien leben? Echt? War es wahrscheinlich nicht Roblox. Kanadier, die in Kalifornien leben. Ja, jetzt müssen einen deutschen Namen. Erik Kassel. Warum steht er da nicht als Entwickler drin? Erik Kassel hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, what the hell? Oh. Well, jetzt weiß ich warum. RIP. Too real, man. Wieso hast du nur mit Roblox angefangen, Bro? Wieso musstest du das tun?
Du bereust nichts. Ey, weißt du was? Dafür meldest du dich doch bestimmt über meinen Sponsor-Link an, oder? Und cashst erstmal saftig 500 Öcken rein. In Universe, damit ich mir das CS-Pit for free holen kann. Was sagst du, hä? Bist du dabei oder bist du dabei? 500 Ökis, Serverstart. In einen Server, den du nicht spielen wirst. Was denke ich denn? Dass du genau das tust, was ich gerade gesagt habe. Auf jedem Server, nein, Spaß. Auf einem reicht mir. Danke dir. Sonst beides meine Chance? Ich könnte jetzt die komplizierte Antwort geben, aber ich sage einfach ja. Ja. Wie lange will ich noch online sein? Oh, du kannst die Party verlassen, Boat. Du kannst die Party verlassen. Gute Nacht, Boat. What is going on? Gar keinen Bock, bis 3 Uhr nachts heute zu warten. Hab bis ab morgen bis zum 28. Mai voll verplant und keine Zeit. Und dann kannst du es dir erlauben, bis 3 Uhr nachts wach zu bleiben, beziehungsweise dann bis 5, oder pennst du dann heute einfach nicht? Oh naja, ich meine, so lange dauert es jetzt auch nicht. Ist ja schon in 4 Stunden. Heute ist nur Southeast Asia Release. Ja. Man kann als Gast auch rein? Wie meinst du das? Natürlich kannst du dort spielen, wenn du aus EU bist, klar. Und du kannst auch zweimal die Beta Reward eincashen. Also nur weil du die Beta Reward auf Southeast Asia eincashed, heißt es nicht, dass du es nicht auf EU auch bekommst. Du bekommst sie auf jedem Server einmal. Anscheinend. Genau das ist dein Problem, das kannst du dir nicht erlauben. Oh. Erstmal kein Fluff Universe für dich, steigst dann bei EU Release ein. Das ist die vernünftige Entscheidung. Andererseits, 28. Mai ist erst, also ist er schon in 11 Tagen. Bis dahin wird es bestimmt keine EU geben. Kannst ja auch am 29. Mai noch mit Fluff Universe anfangen.
Als du mit Slash Play reingekommen bist, kann man schon in den Login-Screen, da stand auch Guest. Echt? Da konnte man schon einen Char machen und den Channel aussuchen, da kommt man natürlich noch nicht rein. Damn. Du bist safe gebannt, Oina. Scheiß Hacker. Hackst einfach das Game, was soll denn das, Mann? Was denkst du dir dabei? Uncool, Mann. Uncool. Du hast mich erwischt. Was ist eigentlich mit der alten Website passiert? Die haben sie so schön gestaltet und die ist jetzt down oder was? Also, wo ist das ganze Zeug hin, was sie da extra gemacht haben? Diese Vorstellung von Madrigal und den Klassen und so. Warum ist das einfach weg? Sich voll viel Mühe gegeben, dann alles wieder gelöscht. GG. Die gibt es komischerweise beide. Echt? Aber wenn du auf Universe Fly, ist das auch der gleiche Link, oder nicht? Wie kommst du dann vom einen zum anderen, weil es doch die gleiche URL ist? Ich meine, ich habe nicht so viel Zeit damit verbracht. Ich habe mich einmal durchgeklickt und da bin ich nicht auf dieses, was es vorher gab, gekommen. Mit dem Video im Hintergrund. Habe ich nicht gefunden. Beim Media, wenn man die Screenshots anklicken wollte, sind sie nicht groß geworden. Also auf der neuen Seite. Checkst du auch nicht, warum es zwei Seiten gibt? Ja, aber es ist nicht die gleiche URL oder was? Apparently not. Vielleicht ein Fatbrain. Oder es soll eine Website geben als URL fürs Spiel und eine als URL fürs Web, für die Website. Weißt du, wie ich meine? Und das jetzt aber noch nicht irgendwie getrennt ist oder so, keine Ahnung. Oder noch nicht richtig aufgeschlüsselt. Das wäre irgendwie auch komisch. Sechs Channel, die rechnen mit einem großen Ansturm. Sechs Channel ist nicht viel. Ich würde eher sagen, dass das viel zu wenig ist. Wenn der Ansturm wirklich so groß ist. Du musst ja bedenken, sechs Channel, aber alle fangen in Flares an. Es gibt ja keine Verteilung, weil jeder Level 1 ist. Oder 1 bis 60 die ersten Stunden. Tage. Aber we don't know yet, wie sich das entwickelt.
PK ist, wenn dich jeder Spieler außerhalb der Stadt töten kann. Einfach so. Und aktuell auch noch ohne Penalty. Ohne richtige zumindest. Penalty und Reward System von PK ist ultra schlecht in FLAF. Es gibt quasi keine Reward und die Penalty ist in FLAF PC tatsächlich fast aufgehoben und in Universe minimal. Die beiden Seiten sind unterschiedlich, haben aber die gleiche Domain und gibt DE, dann kommst du auf die ältere. Ah. Na, funktioniert dann wahrscheinlich auch mit EN, oder? The page you were looking for could not be found. Klassischer 404 man. Danke, Terranaut. Klassische 2,6 Millionen Damage ohne Power-Ups. Man kennt's. Blade in a nutshell. Gut, die Ventans Chocolate, aber...
vergessen. Ich kann es auch einfach stapeln, keine Ahnung, warum ich das nicht mache. Ich töte die Party ja sowieso gleich. Aber erst töte ich diesen Despoton. Aber dann kann ich gar nicht, weil er ist schon tot. Untot. Er war mal tot, jetzt ist es nicht mehr. Oh shit. Der hat die Sau mich fast gekillt. Noch schnell Hernes und dann können wir es ein Day. Den mal plus 18 schnell rausholen und dann Boosties. Das passt dann schon so. Wechselgeld können sie behalten. Endlich durch mit meinem Log-Event, Atom. Ich muss noch so viel machen. Deswegen muss ich jetzt auch gleich offline gehen, weil ich muss legit noch so 15 Chars auf Yggdrasil und noch 3 auf Dryad oder so machen. Und ich habe ja keinen Laptop mehr. Stand plus 18, bitte. Oh, damn. Kurz believed. Donnerstag wird anstrengend, dass fast 30 Chars denen in einem Tag fehlt. Theoretisch doch sogar noch mehr, oder? Oder hast du heute nachgeschaut? Oder eventuell sogar noch mehr. Je nachdem, wann du das letzte Mal nachgeschaut hast. Mein aktueller Stand, oder mein letzter Stand waren, glaube ich, das mit 3. 3. Fehlt ein Tag.
Aber naja. Ich sag merci fürs Zuschauen und wünsche denen, die tatsächlich bis 3 Uhr nachts wach bleiben, viel Spaß, falls alles gut läuft, und allen anderen gute Nacht und wir sehen uns morgen Abend. Haut rein. Thanks for watching und ciao, ciao. Und danke für den Follow, Timor.